Ich weiß, diese Bewegung mache ich jetzt nicht zum ersten Mal, Leute, aber ich... Diese Musik sorgt einfach dafür, dass es mir richtig gut geht. Dieses Feeling einfach, was ein Donkey Kong Spiel mit mir ausmacht, oh mein Gott. Das hätte ich vor Jahren niemals für möglich erhalten, weil ich einfach immer dachte, das Einzige, was für mich zählt, ist Mario. Doch mittlerweile ist Donkey Kong eigentlich schon fast auf einer höheren Ebene, als es Mario sein wird. Mario, ja gut, bisschen falsch formuliert vielleicht. Mario wird natürlich immer an einer etwas größeren Stelle sein, weil man damit aufgewachsen ist und so. Und eben nicht mit Donkey Kong, aber auf eine andere Art und Weise hat es Donkey Kong einfach geschafft, auf einer gleichen Ebene zu sein. Gewissen Sachen halt auch ein bisschen höher, wenn man mal diese Kindheitserinnerungen außen vor lässt. Und das ist halt schon herrlich. So, genug geschwärmt für den Anfang. Willkommen zurück. Oh, erstes Puzzleteil. Nein, das wusste ich noch, weil ich hatte ja im letzten Part erst noch überlegt, okay, hau ich diesen... Ja, jetzt sage ich sogar diesen Level, ne? Dieses Level jetzt, noch hier mit rein oder nicht. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil eigentlich sind wir ja jetzt durch soweit, abseits von diesem Level. Und... hier links irgendwie rein? Nee. Müssen nur noch Boss und K-Level machen. Aber wir machen mal eine Ausnahme, weil das andere wäre sonst zu lang gewesen, aber jetzt nur ein Part in diesem Level ist genauso hirnrissig. Deswegen machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Oh, verdammt. Ah. Und hauen das hier mit rein. Ich will versuchen, dass es nicht zu lange dauert. Crap, crap, crap. Ich meine, wir haben ja genug Leben, das ist nicht das Problem. Aber einer der Gründe, warum ich weiß, oder einer der Gründe, warum ich es eben nicht mehr in den nächsten Part gepackt habe, ist, weil ich es ja erst ausprobiert hatte und ich eben halt weiß, darauf so war eigentlich der Wortschatz, dass ziemlich lange kein Checkpoint kommt. Und das ist halt Problematik. Sag mal, warum hatte ich nur noch ein Leben? Wo hab ich mich... Ach ja, hier, bei dem Typen hier. Du bist schuld. Echt? Oh Mann, es geht aber gut los. Ich wollte eigentlich, dass es ganz schnell geht jetzt hier mit dem Level. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ja. Es wird ein längerer Part. Das auf jeden Fall. Als die anderen. Und es wird auch länger sein, denke ich, als die 20 Minuten auf jeden Fall. So, schon mal erst recht, Leute. So, schon mal erst recht. Ach komm, letzten Part. Das lief richtig gut. Penner. Mann, ey. Haben wir es jetzt mal? Oh Mann, so wird das nichts. So wird das echt nichts. Na, mal gucken. Es sind auch gar nicht viele Puzzleteile. Das ist es ja. Wir brauchen nur... Dumm. Wir brauchen nur 5 Stück. Und 2 haben wir jetzt schon. Aber ich weiß halt nicht, wie groß das Level sonst so ist. Oh Mann! Ich schneide jetzt bis zu dem Punkt, wo ich das geschafft habe. Bis gleich. Glück doch. Warum nicht gleich so? Ich find's krass, dass man schon 2 Puzzleteile hat, aber erst jetzt das K kommt und ist auch schon wieder so knapp. Oh! Da oben. Wie soll ich da hochkommen? Ah.
Dixie! Wir hatten ja schon lange keinen Dixie mehr, ne? Immer irgendwie. Ach, geile Schiene, ey. So, 3 von 5. Und der erste Checkpoint. Ich frag mich halt, ist es so unproportional in diesem Level? Dumm, ey. Fail ist ja 1000. Krieg ich hier ein Leben oder so? Das war nicht die Art von Leben, die ich wollte. Das ist auch so offensichtlich hier, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwas musste doch sein. Hier so? Nee. Hm. Das ist viel zu offensichtlich. Aber nö. Okay, das ist auch nichts Besonderes. Kommen wir hier rein? Nee. Aber das sieht doch so komisch aus. Kann ich von oben rein? Nö, auch nicht. Komm, wir überleben das noch so lange mit der Luftblase, bis das Herz kommt. Nein, 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 nein. Ah, aber hier kommt man rein, okay. Es hätte mich auch gewundert, wenn man hier das irgendwie nicht so eingebaut hätte. Dumm, 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 dumm. Vor allem. Oh. Man will sich immer den Stress machen. Dabei ist es eigentlich perfekt, wenn man keinen Boost gibt, weil dann hat man bessere Kontrolle und kommt trotzdem gut hinterher. Oh, 4 von 5 und wir brauchen erstmal noch das N. Bin ich guter Dinge. So, das auch freigeschaltet. Aber ich bin so froh, dass ich das doch in diesem Part gemacht habe. Auch wenn der Part dadurch so untypisch wird. Oh, das war knapp. Aber es wäre viel zu lang gewesen. Für alles andere. Also für den letzten Part. So, Gott sei Dank, richtiger Moment. Ist da irgendwas drin? Nö. Warte, warte, warte. Aha, aha, das sah doch offensichtlich aus. Okay, Puzzleteile, also diesmal kein Problem. Okay, ich darf echt nicht mehr zu schnell werden. Ah. Sehr schön. Ich hätte fast schon wieder das Gefühl gehabt, wird nicht. Aber doch, doch, passt schon. So, Puzzleteile no problemo. Das N habe ich auch schon gesehen, das heißt, da haben wir auch nichts verpasst. So. Es läuft ja doch dann eigentlich ganz gut, das Abseits von diesem bescheuerten Anfang. Aber die wahren Probleme kommen auch eigentlich erst danach. Mit Boss und dann Gar-Level. Da habe ich keinen Plan, was für ein Car-Level das ist. Das war aber kein Unterwasser-Car-Level. Nee, sowas existiert nicht, oder? Ich habe echt keine Ahnung. Komplett vergessen. Oh, 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 oh. Nein! Krepp. Krepp, krepp. Ist ein Krepp jetzt auch nicht schlecht. Ah. Wow, hatte ich jetzt. Da hatte ich jetzt gerade richtig Angst, ey. Alter, ich will jetzt nicht sterben. Einfach nur rein, wir haben alles. Das wäre es noch gewesen, das wäre so typisch mein Fail gewesen, wenn ich da jetzt noch gestorben wäre. Aber wir haben alles geschafft. Abzüglich von dem, was ich cutte, ist aber auch nicht viel. 8 bis 9 Minuten zusätzlich. Ja, ja gut, ich habe ja gesagt, es wird... Aber wir haben alles. Das Car-Level wird freigeschaltet. Sehr schön. Das beruhigt einen dann doch nochmal. Und nun machen wir 4 Boss. Fisch und Chimps. Gar keine Andeutung oder so. Das ist auch... den Boss fühle ich persönlich nicht so sehr. Wie die ihn schon kennen.
Er ist nicht verkehrt. Also er passt zu dieser Welt, definitiv. Aber, ja, ich weiß nicht, trotzdem. Sehr viel Fail-Potenzial, definitiv. Und okay, auf jeden Fall nicht ansatzweise so nervig wie die, wie das mit den Affen. Aber gehört halt auch zu denjenigen, die ich nicht so sehr geil finde. Also optisch, ja, die Idee ist genial. Aber, ja, ihr kennt das einfach. Auch wenn man es auf der einen Seite irgendwie gut findet, mag man es trotzdem nicht so für sich persönlich. Und die Idee finde ich halt geil, weil es zeigt einfach, wie bunt und vielfältig Donkey Kong einfach ist. Sowas würde Mario niemals tun. Ich meine, come on, Nintendo. 1 Million Mal immer irgendwelche Bum-Bums, Pom-Poms und irgendwelche Koopa-Brüder. Langsam. Langsam wird es halt nervig. Ich meine, gut, die Koopa-Brüder geht ja noch. Aber das zum Beispiel fand ich dann in Odyssey cool, auch wenn ich kein riesen Fan von. Oh, man bekommt auch Luft, wenn man den schlägt, finde ich gut. Von Odyssey zwar bin. Aber, so, du auch weg. Geh mir auf die Nerven. Ah, okay, wusste ich nicht. Aber zum Beispiel das mit den einzelnen Gegnern fand ich halt ziemlich cool. Also mit diesen drei. Ne, wie viele waren das denn? Ne, 5 waren das auch, ne? Diese komischen Hasengegner da. Ihr wisst, welche ich meine, die Odyssey kennen. Und das war halt meine coole neue Idee, weil nicht nur neue Leute, sondern du konntest halt auch dich mal komplett austoben, was neue Features, also ne, so Gegnermöglichkeiten betreffen, so. Okay, man bekommt doch keine Luft. Oh, verdammt. Kriege ich irgendwo vielleicht nochmal bitte ein Herz? Weil ohne Dixie kriege ich das niemals hin. Bam. Aber ich krieg immer noch kein Herz. Ja, also, vielleicht ist es deswegen auch, dass in letzter Zeit nichts mehr kam. So, das müsste jetzt perfekt sein, oder? Oh mein Gott, ja. Aber halt alles über den Haufen geworfen, bis auf eins, weil ich immer dagegen geprallt bin. Na super. Egal, ein Leben ist ein Leben. Und dann mit dem sich zurechtfinden, was man bekommt. Aber ich dachte immer, dass Gegner eigentlich auch zwischendurch Leben ausspucken. Warum eigentlich? Ich dachte eigentlich, dass er das auch macht. Ja, und das soll man ohne schaffen, ey, da. Komm schon, geh weg. Hat das jetzt mal. Ah, jetzt hatte ich die Stelle offen. So, dreh dich. Ey, das ist gerade richtige Konzentration. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut. Wie lange muss man das denn machen? Das dauert ganz schön lange, oder? Geh weg. Komm, wir schaffen das jetzt aber first try hier. Oh! Wieder nur 14. Das war schon bei den anderen auch. Bin ich langsamer geworden? Aber naja, first try. Wir haben ihn erledigt. Aber jetzt merkt ihr vielleicht, was ich meine. Den kann man nicht so fühlen. Die Idee ist zwar cool, aber es zieht sich. Also ich kann auch nicht sagen, was ich daran besser machen würde. Ich weiß nur, dass mir irgendwas fehlt. Sehr schön. Ich muss sagen, vor dieser Welt habe ich ein bisschen so ja, Angst gehabt jetzt für dieses Let's Play, weil ich nicht so Bock drauf hatte. Aber jetzt wird's richtig geil, meine Freunde. Welt 5, ey, Mameloop. Oh mein Gott, ich feiere das gerade jetzt schon. Ich fühle das richtig. Aber wir müssen halt nichtsdestotrotz erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und deswegen müssen wir jetzt noch das K-Level machen.
Und zwar 4K Walzen Wahnsinn, Alter. Wenn ich das schon höre, dann eskaliert's. Oder? Oder? Finde ich auch. Da habe ich jetzt richtig Angst vor, Leute. Ich habe so Angst, ey. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, Mann, ey. So. Ah, das war das. Das ist reine Eskalation. Das ist auch richtig harter Shit, was hier passiert. Also, puzzleteiltechnisch, dafür, dass die letzte Welt so billig war, ein bisschen habe ich es noch im Kopf. Zwar nicht viel. Schon, dann, wenn schon sowas Dummes passiert, hat man ja eigentlich schon verkackt, Alter. Wie kann ich nur so behindert sein, ey? Geht wieder gut los, so wie Welt 2. Naja, wollte ich auch was sehen. Sowas aber bestimmt nicht, oder doch? Ah, geil, ey. Aber ich denke mal, sowas kommt auch besser an, oder? Also, wenn man nicht das so zusammenschneidet. Oh, das sieht aber perfekt aus, wie das machst, sondern einfach drauf los und dann sieht man halt auch mal, dass es eben Fails gibt. Ich denke mal, sowas kommt immer besser an. Oh Mann, ey, ich habe jetzt so schon Schiss vor diesem Kram hier. Ich hab doch noch nicht mal so eine billige Stelle. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Und dann ohne. Vor allem, bei sowas billigen wie 3K, ne? Haben sie mir noch einen Kong gegeben. Aber hier, wo es mal richtig freundlich und nötig wäre, nö. Boah. Da denken sich die Entwickler doch auch so. Kannst mich mal. Oh Mann, ey. Ja, ist mir egal jetzt. Da oben irgendwann. Ey, ich hab so Angst, Leute. Die haben Anfang. Ich hab da jetzt schon irgendwas ver. Eskalation. Ich glaube, das ist aber so ein K-Level. Wenn ich das nach einer gewissen Anzahl von Anläufen nicht packe, dann hole ich mir echt einen Kong dazu. Mein erstes Mal will ich eigentlich beweisen können, dass ich es auch ohne hinkriege. Boah. Geh weg. Das ist mir irgendwie zu billig. Sind wenigstens dafür die Brunnenfälle einfach. Ja, klar. Ich kann sagen, wo soll man das wissen, aber das sieht man ja. What? Krasser Shit hier, ey. Ich lerne es auch nicht, ne? Ich lerne es auch einfach nicht. Oh man, vor allem das Schlimme ist ja. Jetzt habe ich wenigstens schon was. Ja gut, nee, ist nur ein Puzzleteil, noch wäre es egal. Das kriegt man ja geschenkt. Aber ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen, wenn ich rausgehe, um mir einen Kuh zu holen, ey. Das ist dieses, man will nicht aufgeben. Das ist für mich so eine Art Aufgeben. So, okay, ich schaff's nicht alleine. Ich will zeigen, dass. Zeigen, dass ich kann, ne? Ach, come on, Alter. Eskalationsstufe. Yeah.
geht mir echt alle ziemlich auf den Zeiger. Mach mal wetten, man muss da alle einsammeln. Habe ich so ein Gefühl für. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte ein Bauchgefühl für sowas. Oh, nice. Also die Puzzleteile? Nein, nein! Ammo! Scheiße! Scheiße, scheiße, du. Wir waren so gut. Wieder getroffen, das gibt's doch gar nicht, Alter. Was, warum? Warum war das denn? Als ob. Schon mal, dass es da kein Puzzle Take it, verdammte Scheiße! Alter! Dieses K-Level eskaliert wieder komplett! Durch meine brutale Dummheit, Alter. Ich weiß auch nicht. Fuck off, Alter. Bam! So. Oh mein Gott, so kurz vorm Ende bin ich gestorben. Was ist denn das, Leute? Oh my goodness.
Also, ich habe zwar ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses K-Level jetzt mit dieser Welt zu tun haben soll. Das finde ich ein bisschen schade. Möchte ich jetzt auch mal so sagen. Ist ja irgendwie cool gewesen. Ein Unterwasser-K-Level wäre mal geil. Also, Nintendo, wenn ihr nochmal, ja, hoffentlich jetzt endlich mal schon das neue Donkey Kong bald fertig habt oder schon fertig habt und jetzt nur noch auf die Präsentation hoffentlich wartet. Ich hoffe so sehr. Sonst fürs nächste, was dann nicht so lange in Entfernung wieder ist, dass das ein K-Level existiert mit Unterwasser für die Wasserwelt. Das wäre schon mega geil. Ich weiß noch nicht, wie die Konstellation ist. Wahrscheinlich der größte Abfuck, aber egal. Aber dann haben wir es geschafft. Es wäre jetzt ein K, also mal ein Video, wo ich schneiden musste. Ich meine, theoretisch gesehen könnte ich doch lassen mit 29 Minuten, aber nein, die einige Versuche schneide ich einfach raus. Und dann passt das schon. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann geht's im nächsten Part weiter mit Marmaloop, Leute. Haut rein und ciao!